Bevor wir zum Mars fliegen können, müssen wir viel Technologie entwickeln. Und der Mond ist ideal, um diese Technologie aufzubereiten. Wir brauchen Technologie, um Wasser herzustellen, Wasser zum Trinken. Wir brauchen Luft zum Atmen. Wir brauchen Technologie, um Energie herzustellen, aber auch um ein kleines Mondhaus zu bauen und später auf dem Mars dann ein Marshaus zu bauen. Weil wir können nicht hinfliegen und alles mitnehmen, sondern wir müssen die Ressourcen vor Ort nutzen und das müssen wir auf dem Mond üben. Die Reise zum Mond ist natürlich deutlich komplizierter als eine Reise zur internationalen Raumstation. Aber der Mond ist auch nicht so weit weg wie der Mars. Wenn wir zum Mond fliegen, dann wird die Erde dann plötzlich nur noch eine ganz kleine Kugel sein. Aber wir werden sie eigentlich die meiste Zeit noch sehen können. Wenn wir irgendwann Richtung Mars fliegen, dann wird das wirklich eine psychologische Herausforderung für das Team, weil dann ist man mehrere Monate lang ohne Blick zur Erde unterwegs. Und dann kann man schon ein Gefühl der Einsamkeit entwickeln.